Männer. Auf der Bahn 3 sehen wir Marcel Mattes, LG Nord Berlin. Auf der vierten Bahn Jakob Krempin, TSG Bergedorf. Auf Bahn 5 der Vorjahreszweite Tobias Giel, LG Würm Athletik. Auf Bahn 6 er hat die Norm schon sicher. Fünfter der U20 Weltmeisterschaft 2012 Felix Brenz, LG Neckar Enz. Und auf Bahn 7 Niklas Wagner, LG Wetzlar. Auf geht's hier wieder zum Sieg oder zumindest einer guten Zeit, um den Finaleinzug für morgen abzusichern. Und es wird ein heißes Duell geben zwischen Tobias Giel auf der fünften Bahn und Felix Franz auf der Bahn 6. Im Moment sieht es nach Tobias Giel aus auf der fünften Bahn. Tobias Giel, LG Würm Athletik. Morgen dann.